Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen im Transmonitor 2022. Ich freue mich heute ganz besonders. Nicht wegen des schlechten Wetters, nein, sondern weil ich dir heute zum allerersten Mal den sogenannten Brennnetzer Linienstern vorstellen darf. Einer neuen Strecke hier im Transmonitor. Und damit hallo Kollege. Rüsten Sie Ihren Zug auf, lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und fahren los. Ja, das soll so bald heißen, Sie den BÜ gesichert haben. Genau. Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen. Und zwar im Führerstand vom Doppelstock-Steuerwagen, denn mit dem wird es heute über die Strecke gehen. Mit der Taste V aktivieren wir die Scheibenwische und ja, wir müssen hier im Zug noch einiges aufrüsten. Unter anderem die PZB einschalten mit Shift und Numpad, Korrektur, mit Shift und 8. Und außerdem mit der Taste I die Instrumentenbeleuchtung und mit der Taste L die Führerraumbeleuchtung. Der Fahrtrichtungswender geht in Vorwärtsstellung und die Bremse des Zuges kann auch schon gelöst werden. 58, 212. Brennitz Nord, guten Tag. Die Manöverlinie 17.1 und 17.4 sollen gestört sein. Schaust du mal langsam und magst in deiner Umgebung den Windrad vorbei. Guten Tag. BÜ 17.1 und 17.4 gestört. Ich schau mal und höre. Genau so wäre es richtig. Dankeschön. Ganz genau. Da kam auch gerade schon der Funkspruch durch. Und zwar sind hier heute einige Bahnübergänge gestört. Der 17.1 und der 17.4 sind das unter anderem. Und wir sehen es auch hier gerade schon. Wir mussten hier, bevor wir eben aus dem Haltepunkt ausfahren können, entsprechend die Schranken senken und quasi zusehen, dass der Straßenverkehr hier angehalten wird. Ne? Wir können uns das gleich nochmal angucken, wenn wir das dann beim gestörten Bahnübergang machen. Und ja, hier lassen wir erst einmal jetzt in Klosterheim St. Ludwig unsere lieben Fahrgäste zusteigen. So, wenn die zugestiegen sind, dann kann es auch schon losgehen. Ganz wichtig noch, wir sollten zusehen, dass der Hauptschalter eingeschaltet ist. Mit der Taste Z können wir den hier einlegen. Und dann können wir eigentlich auch schon genau die Bremsen lösen an unserem Zugverband. Beziehungsweise hier gleich noch die Lokbremse bzw. Steuerwagenbremse. Und dann kann es eigentlich losgehen. Drei weiße Spitzenlichter sollten wir an der Front noch einschalten und zwei rote Rücklichter. Und damit hätten wir ZG1 und ZG2. Wunderbar. Und damit können wir dann wirklich los. So, die Bremse geht in Lösestellung und wir schalten hier drüben etwas Leistung auf. Ja, was man auf jeden Fall schon an der Strecke merkt, viel Liebe zum Detail. Und hier haben wir zum Beispiel mal ein komplett durchgerostetes HV-Signal, ein Hauptsignalschirm, um genauer zu sein. Und ich finde es halt einfach schön, mit welcher wirklich Genauigkeit und mit welcher Liebe zum Detail man bei dieser Strecke gearbeitet hat. Das werden wir sicherlich hier auch im weiteren Fahrtverlauf noch sehen. So, mit der Freitaste können wir uns befreien. Wir dürfen 90 fahren und dann würde ich mal sagen, ja, auf zum nächsten Haltepunkt. Beziehungsweise das hier könnte sogar ein Bahnhof gewesen sein. Denn ja, die Züge können hier beginnen und enden. Und ja, das ist gleichzeitig eben auch Start- und Zielpunkt dieser Museumsbahnstrecke. So, hier kommt ein Punkt, an dem eigentlich das BÜ-Signal aufleuchten sollte. Nämlich die Kontaktstrecke. Und da blinkt unser BÜ-Signal auch schon. Wunderbar. Ja, immer wenn wir BÜ1 haben, dann sollte unser Lämpchen am Signal leuchten bzw. blinken und bei BÜ0 dann ja, bleibt es entsprechend aus. So, 60 als Vorankündigung. Wir sind wachsam, der Tausender kommt auch und dann bremsen wir schon mal langsam rein. Genau, die heutige Fahrt ist auch so ein bisschen mit diesem Gewitter geplagt. Du siehst es schon, im Hintergrund blitzt es das eine oder andere Mal. Sehr, sehr schön auch hier bei der Kamera für den Szenario-Start, dass man da auch wirklich sehen konnte, wie eben am Himmel die Blitze herabfallen auf die Erde. Also auch da sehr, sehr, sehr coole Lichteffekte. Und vom Wetter her, naja, das ist eben dynamisch gestaltet. Das wird sich während der Fahrt immer mal so ein bisschen ändern.
Da dürfen wir also auch sehr gespannt sein. So, wir dürfen einmal noch pfeifen. Und dann geht's weiter mit 60. Genau, etwas Leistung können wir schon aufschalten hier. So, kurzer Pfiff reicht nochmal. Und weiter geht's. Genau, hier siehst du es auch so ein bisschen vielleicht am Himmel. Die Farbkonstellation, die ändert sich immer so ein bisschen. Jetzt ist es zum Beispiel relativ bläulich. Gerade eben war es so ein leichter Rot- bis Gelbton, der hier mit beigemischt war. Und dann kommen natürlich immer wieder die Blitze herunter. So, Leistung nehmen wir weg. BÜ0. Und damit halt vor dem Bahnübergang. 58212, korrekt. BÜ 17.1 und 17.4 in Störung. Ja, ich wiederhole 17.1 und 17.4 ebenfalls gestört. Nächster Richtig. Halt, Walderkirch. Danke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Alles klar. Ja, dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob der Haltepunkt bzw. Bahnhof noch vor dem Bahnübergang kommt oder ob der dahinter erst kommt. Das kann natürlich hier auch auf der Nebenbahn so ein bisschen abweichend sein, dass der... Ja, genau. Da kommt der Haltepunkt. Also der Haltepunkt liegt vor dem Bahnübergang in dem Fall. Oder? Nee, da kommt erst ein Bahnübergang. Und zwar der 17.1er. Genau, und vor dem sollten wir anhalten. So. Genau, da steht auch schon einer im Regen mit Sonnenschirm. Nein, natürlich nicht mit Sonnenschirm, sondern mit einem Regenschirm. Der hat noch ein paar Tage zu warten, bis hier erst wieder Sonnenstrahlen durchkommen. So, wir sind jetzt zwar ein bisschen weit weg vom BÜ, aber trotzdem können wir hier zu den BÜ-Tafeln hingehen und eben einmal mit dem Mausklick auf das kleine Schlüsselchen hier oder auf das kleine Schloss diese Klappe hochmachen und dann sehen wir, wird der Schlüssel einmal umgedreht, die Blinklichter gehen hier an und die Autos bzw. die Fußgänger wissen, hey, der Zug hat Vorrang und bleiben hoffentlich stehen. So, wir schalten wieder Leistung auf. Ganz wichtig jetzt hier, wir haben das Wechselblinken. Wir haben in einer aktiven 1000 Hertz Beeinflussung unseren Zug zum Stehen gebracht. Drücken nochmal ganz kurz auf die Hupe. So, und auch hier noch einmal BÜ0. So, 17.1 und 17.4, also ab hier noch 200 Meter, wahrscheinlich dann am Ende der Kurve. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das Ende des Gleisbogens ist nicht so wirklich einsehbar. Sollten wir also etwas langsamer machen. Ach genau, und da kommt dann auch gleich schon der BÜ dahinter. Diesmal ruhig etwas näher ranfahren. Ah, der LKW-Fahrer, der traut sich nicht. Der weiß, dass wir stärker sind mit unserem Zug. So. Und dann passt das hier wunderbar. So, das BÜ-Signal leuchtet jetzt hier aber schon. Okay. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr schlüsseln. So, der BÜ ist gesichert. Wunderbar. Und dann heißt es hier auch ein weiteres Mal die Bremsen lösen. Unser BÜ1 blinkt auch. Okay. Wir drücken trotzdem nochmal ganz kurz aufs Horn. Einfach, weil es so viel Spaß macht. So, an den Bahnsteig ranfahren. Leistung nehmen. Wow. Hast du das gerade gesehen? Da vorne ist ein Blitz eingeschlagen. In dem Gebäude ist tatsächlich ein Blitz eingeschlagen. Also wenn du die Möglichkeit hast, oder, ja klar, du hast die Möglichkeit im Video, du kannst einfach mal ein paar Sekunden zurückspulen und dann wirst du das sehen. Da ist tatsächlich ein Blitz in dem Gebäude eingeschlagen. Das hatten wir noch nie im Train Simulator, glaube ich.
Ja, das war irgendwo hier oben. Es hat gerade so richtig, also man hat wirklich so eine kleine Flamme gesehen und den Rauch danach. Also sehr, sehr, sehr interessant gemacht, muss man wirklich sagen. Hatte ich im Train Simulator noch nie. Ein Blitzschlag, den wir direkt gesehen haben. Sehr, sehr, sehr cool. So, der Schaffner hat gepfiffen, die Türen schließen sich und damit können wir abfahren. ZP9 etc. gibt es hier leider nicht. Wir hören einmal die Trillerpfeife und dann kann es losgehen. Ja klar, aus der aktiven 1000 Hertz Beeinflussung können wir uns natürlich nicht befreien. Das funktioniert nicht. Erst wenn wir nur noch das Wechselblinken haben und der 1000 aus ist, dann klappt das Ganze. Und so lange heißt es natürlich, Geschwindigkeit unterhalb von 45 km pro Stunde halten. Im Idealfall bei 40. So, jetzt können wir uns freidrücken. Leistung wieder aufschalten. Na? Das ist jetzt aber unfair. Also hier war nichts, was irgendwie eine Zwangsbremsung hätte auslösen dürfen. Wie gesagt, freigedrückt haben wir uns, habe ich extra darauf geachtet. Hier ist wie gesagt nichts, was irgendwie uns da jetzt hätte stören können. 60 hätten wir auch fahren können, genau. Also eigentlich alles okay. An der Stelle auch noch die Information, die Strecke hier befindet sich aktuell im Beta-Zustand. Das ist also nicht die finale Variante, wie sie dann auf deinem Rechner im Endeffekt erscheinen wird. Da kann sich noch einiges ändern. Da bitte nicht ungeduldig sein. Es dauert noch einige Tage, bis die Strecke wirklich veröffentlicht wird. Aber eben um einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, können wir hier mal gemeinsam heute eine Runde drehen. So, wir schalten nochmal Leistung auf. Versuchen es ein weiteres Mal. So, jetzt kommt sie auch. Dann, wir befreien uns noch einmal. So, und weiter geht's. Ja, also bei der Zwangsbremsung, ne, auf Sanden bis zum Stillstand habe ich jetzt verzichtet. Auch auf einen Fahrdienstleiteranruf. Versuchen das natürlich hier schön zu gestalten, aber wir wollen es auch nicht übertreiben mit den Regeln der Eisenbahn. So, wir nehmen die Leistung wieder zurück. Bleiben bei 60. Und es reicht uns. Genau. Ja, mit dem oder mit der Taste F3 können wir uns hier außerdem das Head-Up-Display hinzuschalten. Und dann sehen wir auch entsprechend nochmal die nächsten Haltepunkte und Bahnhöfe. In dem Fall würde es dann Waldheim St. Hubertus auf Gleis 1 sein. Und zwar, ja, ursprünglich war der Halt in Waldheim. Ach so, sehr gut. Es gibt hier gar keine Zeitstempel, die hinterlegt wurden. Wir haben heute also einen freien Fahrplan. Auch sehr schön. Ja, zu unserem Vorteil, da brauchen wir uns nicht so beeilen. Und können das hier etwas gemütlicher angehen. Ja, übrigens auch bitte nicht wundern, Zugzielanzeige habe ich jetzt nicht eingestellt bei dem Zug. Hängt damit zusammen, dass wir ja für die Strecke sowieso andere Ziele haben werden, als dass das bei den Standardzugzielanzeigen für den Virtual Red Roads Zug der Fall ist. So, hier nicht wundern, das ist ein alter Bahnübergang, der ist dauerhaft geöffnet. Da wird sich nichts tun. Hier geht's weiter, nächster BÜ, allerdings 19.6 und für den war ja nichts angekündigt, beziehungsweise da haben wir eben, ja, jetzt erstmal keine Störung, was auch hoffentlich so bleibt. Die Störung haben wir immer dann, wenn wir eben den Signalbegriff BÜ0 sehen zum Beispiel, wenn also das Überwachungssignal nicht blinkt. Auf Deutsch nochmal. So, Leistung nehmen wir wieder weg. Lassen den Zug rollen. Genau, hier bei den Rautentafeln, das sind immer die Punkte, an denen die BÜ-Signale eigentlich anspringen sollten.
tun das auch in echt manchmal so ein paar Sekündchen erst später. Das ist kein Problem. Die Hauptsache ist eben, dass sie wirklich irgendwann anspringen und wir das noch sehen. Denn nur dann hat der Bahnübergang die Zugeinwirkung detektiert. So, wir geben noch mal ein bisschen Gas, ne? Das Tolle ist eben auch, hier beim Brennitzer Linienstern haben wir nicht nur die Museumsbahn, die wir jetzt gerade fahren, sondern wir haben, ich sag mal, wieder so eine relativ schöne Mischung, wie wir das zum Beispiel auch aus dem Köplitzer Bergland kennen. Denn die Strecke hier, also der Brennitzer Linienstern, ist nämlich auch von den genau gleichen Machern wie von denen vom Köplitzer Bergland, was eben auch die Detailtiefe, die Szenariovielfalt etc. alles angeht. Oder was diese Tatsachen dann klärt. Und ja, beim Brennitzer Linienstern hat man sich genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Mühe gegeben. Und genau aus diesem Grund würde ich meinen, ist das sogar vielleicht die Strecke für 2022. Mal gucken, dass es dafür auf jeden Fall einige Szenarien gibt. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Alleine in der Standardvariante. Hier, da war es gerade nochmal zu sehen. Ein Blitzschlag mitten in den Kamin. Ich habe es gesehen diesmal. Ja, wieder zurück ganz kurz zum eigentlichen Punkt. Nächster Halt, Waldheim, St. Hubertus. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Es werden auf jeden Fall einige Szenarien für die Strecke kommen. Da kannst du dir auf jeden Fall jetzt schon sicher sein. Und wir dürfen eben nur noch gespannt sein, was das für Szenarien sein werden. So. Langsamfahrt erwarten hatten wir gerade. Einen Blitzschlag, ein weiteres Mal direkt vor unserer Nase, sodass wir es sogar sehen konnten. Und genau, dann geht es jetzt für uns in den Bahnhof von St. Hubertus. So, der Zug verzögert schon, und zwar durch den Rollwiderstand. Und außerdem sollten wir natürlich runterbremsen auf die 40. Denn genau mit denen geht es dann hier ab dem Hauptsignal weiter. So, da haben wir dann auch direkt noch Halt erwarten, VR0. So, wir sind wachsam, zack. Das klappt auch wunderbar. Ja, das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen nachteilig finde, das sind die doch relativ leisen Ansagen. Das hätte ich mir etwas lauter gewünscht. Aber ansonsten wirklich bisher alles tipptopp. Na gut, und die eine Zwangsbremsung, da weiß ich nicht, wo die herkommt. Die hätte so eigentlich nicht stattfinden dürfen. Weil wie gesagt, streckenseitig war dort nichts Besonderes, nichts zu quittieren. Oh, Notruf. Betriebsgefahr, alle Züge zwischen Waldheim und Radwald sofort anhalten. Ich wiederhole, Betriebsgefahr. Alle Züge zwischen Waldheim und Radwald sofort anhalten. Hier Fahrdienstleitung Brennitz Nord. Waldheim und was? Ja, gute Frage. Wo sind wir denn abgefahren? Hier Brennitz Nord. Zug 58212 in Kilometer 23,2 zum Halten gekommen. Gesandet bis zum Stillstand. Ich wiederhole. Zug 58212 in 23,2 zum Halten gekommen. Gesandet bis Stillstand. Richtig. Ich melde mich, sobald ich was weiß. Alles klar. Okay, demnach waren wir irgendwo dazwischen. Das ist jetzt eben immer so das Problem, wenn man auf einer neuen Strecke unterwegs ist, beziehungsweise leider auch eben dann keinen Ebola dabei hat. Ja, man weiß dann vielleicht nicht unbedingt, wo man gerade ist. Und ja, jetzt warten wir eben auf die Rückmeldung von der Fahrdienstleitung. Also, ein LKW ist wohl auf einem WU liegen geblieben und steht erstmal. Die Polizei soll wohl schon unterwegs sein. Bis zur Freigabe stehen wir dann also erstmal. Ein LKW, na super. Wir stehen erstmal, danke. Ich gebe dann Bescheid, sobald es weitergehen kann. Alles klar. Okay.
Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines liegen gebliebenen LKWs mussten wir anhalten. Die Polizei klärt die Situation und für uns besteht keine Gefahr. Es kann aber eine Weile dauern. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ja, dann stehen wir direkt bei unserer ersten Fahrt aufgrund einer, naja, Bahnübergangsstörung, wenn man das mal so nennen kann, auf der freien Strecke. Oder beziehungsweise, nein, wir sind ja eigentlich schon im Bahnhof, da wir bereits am Einfahrsignal vorbei sind. Und ja, dürfen jetzt hier im Bahnhofsvorfeld, um das mal so zu nennen, ein Weilchen stehen und da eben darauf warten, dass dort vorne irgendwo der Lastkraftwagen vom Bahnübergang runterfährt. Ach genau, da vorne wird das sein. Da blinkt auch schon irgendwas. Da sind bestimmt irgendwelche Rettungskräfte, Abschleppdienst etc. schon vor Ort. Da müssen wir mal gucken. Also, ne, das ist auch hier wieder der direkte Beweis, was man sich da einfach an Gedanken gemacht hat für dieses Szenario. Macht echt Spaß. Und ja, jeder kann es quasi auch relativ einfach dann zu Hause auf dem eigenen Computer nachspielen. Das Einzige, was man eben benötigt, ist der Train Simulator. Der ist sowieso wie unten wie immer unten in der Videobeschreibung als Affiliate-Link verlinkt. Und ja, logischerweise die Strecke. Und bei der Strecke dabei liegend gibt es dann auch gleichzeitig noch die Fahrzeuge hier. Also da braucht man nicht extra noch irgendwie Zusatzsachen kaufen. Wenn du es nachspielen möchtest, ganz einfach in das Szenario Gewitterkatastrophe dann hineinstarten. Und dann hast du die Möglichkeit, ja, ebenfalls eine Runde über den Brennitzer Linienstern zu drehen. So. Hier 58212. Ja, die Polizei hat dann die Freigabe erteilt. Der 58212 darf dann weiterfahren. Ich wiederhole, Zug 58212 darf weiterfahren. Ja, so war das dann richtig. Alles klar, dann ziehen wir schon mal los. Ich habe es jetzt etwas beschleunigt. Und ja, das Sanden bis zum Stillstand haben wir vorhin natürlich gemacht, ne? So viel dazu. Genauso schon wie bei der ersten Zwangsbremsung. So. Trotzdem, ganz wichtig, wir fahren jetzt langsam erstmal in den Bahnhof ein. Lassen unsere lieben Fahrgäste gleich noch raus, denn die möchten trotzdem am Bahnsteig aussteigen. Aber eigentlich hätten wir jetzt auch noch eine Zustimmung gebraucht, um eben auf das HP0 zeigende Signal zuzufahren, wenn man es genau nimmt. Weil wir sind ja zwischen dem Hauptsignal, oder zwischen Vorsignal und Hauptsignal zum Stehen gekommen. So, wir machen mal die Scheibenwischer wieder aus. So, und der LKW steht davon immer noch auf unserem Gleis. Das gefällt mir jetzt nicht so. Der muss da noch irgendwie weg. Jo, 58212. Ja, für die Ausfahrt meines Nord müssten wir dann einen Befehl schreiben. Wir schreiben einen Befehl, einen Moment. Standortsignal 404, Nordpol 1 im Gleis 1, Waldheim. Also, dann wollen wir mal Befehl Triebfahrzeugführer für Zug 58212, Vordruck 1 von 1, Standortsignal 404, Nordpol 1 im Gleis Waldheim, Rathaus. Nichts zu treffen ist bitte streichen. Nummer 2 gültig, Sie dürfen vorbeifahren am Ausfahrsignal 404 Nordpol 1 Bahnhof Waldheim. Und Nummer 8 gültig, Sie müssen im Bahnhof Waldheim halten vor BÜ in Kilometer 23,895. Sie dürfen weiterfahren, sobald BÜ gesichert ist. Übermittlungscode wäre RWD 875, bitte wiederholen. Ich wiederhole. Triebfahrzeugführer Zug 58212. Vordruck 1 von 1 vordrucken. Standortsignal 404 Nordpol 1 in Gleis Waldheim Radwald. Nicht zu treffen ist zu streichen. Nummer 2 gültig. Sie dürfen vorbeifahren am Ausfahrsignal 404 Nordpol 1 des Bahnhofs Waldheim. Nummer 8 gültig. Sie müssen im Bahnhof Waldheim halten vor BÜ in Kilometer 23,895.
Sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist. Übermittlungscode RWD-875. Ja, das wäre dann soweit richtig. Gezeichnet Schmidt im Auftrag Müller. Radwald am 15.07.2018 um 16.06 Uhr. Dein Name ist Müller, meiner ist Schmidt. Radwald am 15.07.2018 um 16.06 Uhr. Ja, das war dann soweit alles richtig. Alles klar. So soll es sein. So, er gibt uns genau einmal SR1. Und zwar, ja, soll es damit als Rangierfahrt jetzt wahrscheinlich weitergehen. Genau, Zustieg der Fahrgäste ist beendet. Die Türen sind verriegelt. Und dann können wir schon mal langsam losmachen. Leistung aufschalten. Und dann geht's vor zum BÜ, bis der gesichert ist. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen untypisch, dass man uns hier auf den, ja, gestörten BÜ, sage ich jetzt mal, zuschickt. Normalerweise lässt man sicherlich den Zug einfach hier stehen, bis eben wirklich, ja, der BÜ geräumt ist und der Laster dort vorne irgendwie seine Fahrt fortgesetzt hat oder zurückgesetzt wurde, je nachdem. Ich weiß halt jetzt nicht, ob der schadhaft ist. Oder aus welchen Gründen der da zum Stehen gekommen ist. Auf jeden Fall geht's auf Sicht bis hier nach vorne. Und dann bremsen wir den Zug wieder ein. Weil normalerweise schickst du halt als Fahrdienstleiter auch nicht den Zug einfach dahin, wenn da sowieso noch irgendwas im Gleis ist. Einfach schon aus der Logik, weil du ja gar nicht weißt, wie lange brauchen die da an dieser Einsatzstelle, bis wirklich dann meinetwegen der LKW mal von dem BÜ runterkommt. Und klar, man könnte jetzt argumentieren, damit die Züge dahinter nachrücken können, wenn der Block frei geworden ist. Aber das ist eigentlich nicht die Standardvorgehensweise. Nun gut, wir stehen mit unserem Zug vor dem BÜ. Wie angekündigt und auch wie im Befehl notiert und diktiert. Die Schranken schließen sich, die Polizei, die blinkert da noch freundlich vor sich hin. Genau, und die hat hier auch noch obendrauf so eine komische Extra-Rundleuchte. Auch mal ganz interessant. Ja, Waldheim, hier sind wir und jetzt müssen wir gleich mal gucken. Hier haben wir ja sogar noch die richtig schönen Kurbeln. Das ist sehr cool gemacht. Also hier kann man... Oh, die kann man sogar betätigen. Guck mal, wir leihen jetzt mal ganz kurz hier drüben die Schranken auf und zu. Oh, das macht ja Spaß. Also ganz wichtig ist natürlich, dass wir dann jedes Mal auch die Schranken schließen, wenn wir hier am Bahnübergang sind. Also jetzt kurbelt halt keiner mehr, weil jetzt ist die Schranke oben. Das wollen wir zwar nicht, wir wollen sie wieder runterkurbeln. Können wir uns jetzt auch gleich vom Zug wieder angucken. Und da hörst du sogar, oh, wie schön das Glockenwerk schlägt. Cool gemacht, also wirklich. Also wirklich. Und ja, da merkt man eben auch, dass eine entsprechende Arbeitszeit in dieser Strecke drin steckt. Was sich wirklich gelohnt hat. Muss man einfach so sagen. Die Strecke ist seit mehreren Jahren schon in Entwicklung. Ist wie gesagt von den Entwicklern des Köblitzer Berglandes. Und ja, erstmal langsam über den BÜ drüber. Genau, wie gesagt, ist von den Entwicklern des Köblitzer Berglandes und man sieht offensichtlich, dass die Leidenschaft für die Eisenbahn bzw. die Begeisterung zum Streckenbau definitiv nicht auf der Strecke geblieben ist, sondern die Strecke hat wirklich alles Mögliche von Museumseisenbahnen über zweispurige Hauptbahnen, über Neubaustrecken, über, ach wirklich,
alles Mögliche, was eben das Eisenbahnerherz zum Lächeln bringt. Und genau, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, in den nächsten Tagen den Brennnetzer Linienstern zu erkunden und eben mal zu schauen, was so das ein oder andere Szenario noch verbirgt. So, 24.6. Und dann dürfen wir mit 100 weiterfahren in Richtung Radwald. Bis Gleis 2. So, den Leistungshebel nach vorne schieben und einmal beschleunigen. So, weil hier auch gerade noch die beiden Lämpchen leuchten. Ja, ich wollte jetzt einfach nur kurz wissen. Nicht, dass da der Sander die ganze Zeit an ist und der Sandkasten am Ende der Fahrt dann komplett leer ist. So, das BU-Signal blinkt. Wunderbar. Die Leistung nehmen wir mal weg. Wir sind schon etwas zu schnell. Und bremsen hier kurz dynamisch rein. Das Coole ist ja auch, der Steuerwagen selbst hat natürlich keine dynamische Bremse in dem Sinne, sondern die dynamische Bremse ist natürlich hinten bei der Lokomotive angebracht. Auch da wird ganz normal mit der E-Bremskraft gebremst, wenn hier an dem dynamischen Bremshebel gezogen wird. Das funktioniert quasi ja, ferngesteuert, um das mal so zu sagen. So, da war ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt und eigentlich müsste da, naja gut, der Tausender auch anspringen. Und zwar bei Geschwindigkeiten größer gleich 95 km pro Stunde. Aber scheinbar möchte der das nicht. Na gut. Unser nächster Halt ist und bleibt Radwald. Auch wenn wir dort jetzt mit etwas Verzögerung hineinschneiden werden. Einfach aufgrund dieser, naja, ich sag mal, LKW-Panne, diese LKW-Verzögerungen. Weil das hatten wir zum Beispiel auch noch nicht im Scheinsimulator. Also, dass ein BU belegt ist und dass der LKW vor allem auch tatsächlich von selbst runterfährt. Normalerweise bleiben da immer irgendwelche Autos stehen und die bleiben dann dauerhaft stehen oder wir fahren halt dann meistens mit dem Zug durch. Ja, eben weil der BU das zum Beispiel nicht angezeigt hat. Aber hier, ja, da bewegt sich der LKW dann wirklich auch runter. So, 60 erwarten. Und dann heißt es für uns wieder, ja, Scheibenwischer einmal einschalten und natürlich runterbremsen. So, da kommt auch schon das Hauptsignal. Dort vorne leuchtet schon was Grün-Gelbes. Bremse ist gelöst und es leuchtet grün, grün, grün. Freie Fahrt und freie Fahrt erwarten. Nächster Halt, Radwald. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, auch hier, der BU ist geschlossen. Schaut so schön aus, ne? Hier drüben das Feld gerade eben. Ah, hier ist nochmal die Polizei. Die gucken dann diese kleinen Trafo-Station. So. Und dann langsam anhalten. Genau, da steht auch schon der Gegenzug. Der möchte aus dem Bahnhof raus. Und wir möchten erstmal rein. Der Ausstieg für unsere Fahrgäste ist natürlich hier in Fahrtrichtung links.
fahren nicht ganz bis nach vorn. Die Lokomotive steht so ein bisschen mit am Bahnsteig. Und die Hauptsache ist hier, dass die Wagen alle am Bahnsteig sind. Und der Grund, wieso ich eben nicht bis ganz nach vorne gefahren bin, ja, das ist relativ klar, würde ich meinen. Und zwar will ich die Leute nicht unnötig weit hier von der Unterführung wegscheuchen. Weil, na klar, wir können bis ganz nach vorne fahren, aber hier vorne, siehst du ja selbst, gibt es keine extra Unterführung nochmal. Da sollte man also auch so ein bisschen, ja, die Augen mit aufmachen und eben, ja, die Zuglänge gleichzeitig noch kennen. So, in Radwald war es dann auch erstmal. Die Türen können sich schließen und der Zusteigevorgang ist abgeschlossen. Wir lösen die Bremse und dann geht's weiter. Leistung auf. So, zwischenspeichern sollten wir trotzdem mal, denn der Train Simulator kann immer mal abrauchen. Wir wollen es nicht heraufbeschwören, aber trotzdem die Möglichkeit, die besteht. Einzelne Güterwagen hier noch. Nein, 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 nein. Hier sind 60. Ach nee, 80, okay. Ja, dann ist alles okay. Dann ist alles okay. So, das BU-Signal blinkt auch wieder. BU1. Und weiter geht's. Ja, in der Hoffnung, dass alle weiteren Bahnübergänge hier auf der Strecke heute gesichert sind und dass wir ja nicht nochmal mit solchen Problemen konfrontiert werden. Denn das Aussteigen bei so schlechtem Wetter ist natürlich auch für den Triebfahrzeugführer immer relativ unangenehm. Denn wenn man umgangssprachlich bei der Bahn schlüsseln muss, dann ist das eben meist damit verbunden, dass man nicht einfach im Führerstand sitzen bleiben kann, sondern vielleicht ja durch nasses Gestrüpp sich durchkämpfen muss, irgendwo ja in Tierhinterlassenschaften hineintritt, was ja auch gerade bei Regen dann entsprechend aufgeschäumt bzw. ja einfach unappetitlich ist, wenn man damit in Kontakt kommt. Es kann matschig, schlammig sein, man kann im schlimmsten Fall auch ausrutschen, also so ein bisschen Arbeitsrisiko birgt so eine Situation natürlich auch. Das sollte man nicht vergessen. Und ja, im Allgemeinen, es ist halt nicht sonderlich angenehm, dann bei so einem Wetter aussteigen zu müssen. Das ist, ja, wesentlich angenehmer, wenn es wirklich automatisch funktioniert und alles nach Plan, alles nach Plan läuft. So, wir durften ja 100 fahren, ne? Und dann geht's weiter. Kommt für den da oben, können wir ganz kurz mal hupen. Da freut er sich auch. Dann geht's für uns weiter nach Martinsheim und zwar bis auf Gleis 2. BU-Signal blinkt. Alles Paletti. So, 33,6. Und zack. Leistung gen 0. So, hier vorne noch einmal Obacht geben. BU-Signal sollte eigentlich jetzt anspringen. Aber ich sehe noch nicht mal, wo das BU-Signal stehen soll. Also, die Rautentafel ist hier sehr, sehr, sehr früh aufgestellt gewesen. Dann haben wir hier auch noch einen Flieger oben am Himmel. Sehr waghalsig bei dem Wetter. Ich meine, gut, das Gewitter ist jetzt scheinbar erstmal verschwunden. Aber wer weiß. Die Wetterbedingungen könnten trotzdem besser sein. So, auch hier ist Martinsheim noch ein ganzes Stück. Martinsheim,
Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, hier geht's weiter mit dem nächsten LKW, aber der steht nicht im Gleis. Zug beschleunigt noch ein bisschen. Und, ne? Geht's an? Ja, es geht an. Genau, also die Standardvorhergehensweise ist hier eben auch auf der Strecke, wenn das BÜ-Signal nicht blinken oder leuchten sollte, dann ja, das Signal quittieren mit der Wachsamkeitstaste und dann eben vor dem Bahnübergang zum Stehen kommen und den dann einfach wegschlüsseln. So, Langsamfahrt 60. So, hier schön versteckt das BÜ-Signal, aber auch das blinkt. Und der Ausstieg, wie gerade eben auch schon angekündigt, in Fahrtrichtung links. Oh, guck mal, da haben sie eine Lok hierher geschleppt. Eine 152 von Railion. So, reinbremsen. Ah, ich weiß, das ist ein bisschen zügig unterwegs. So, das dürfte passen. Ja, mal gucken, ob der Train-Simulator jetzt die Türen trotzdem öffnet. Genau, er tut es, allerdings leider nicht am ersten Wagen. Das ist immer so ein Problem, wenn man ein bisschen mit der Fahrzeugfront über die Bahnsteigkante hinaussaust, dann öffnet er leider nicht immer die Türen. Genau wie jetzt hier in unserem Fall. So, dann gibt es hier drüben auch ein Bauprojekt, was sogar schon angekündigt wurde. Und guck mal, da hinten. Ach, jetzt ist es auch weg. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, ganz kurz ein paar Sekunden zurück springen im Video, falls du es nicht gesehen hast. Da war nämlich ein Regenbogen zu sehen. Auch das für den Train Simulator sehr, sehr, sehr cool. Ein Simulator, der doch so alt schon ist. Und der von Dovetail Games eigentlich immer wieder nur unter einer neuen, ich sag mal, Jahreszahl verkauft wird. Dass man da eben doch noch so viel herausholen kann, das ist schon ein ziemliches Wunder. Und überhaupt die Tatsache, dass sich da jemand Mühen gemacht hat, das ist doch sehr, sehr schön zu sehen. So, weiter geht's. 58212. Na, Andreas, lange nicht gehört. Allerdings, heute ist viel los. Ja, laut Leitstelle soll deine Zugfahrt vorzeitig in Rheinitz Nord enden. Carla sagte außerdem, du sollst sie mal zurückrufen, sie kann dich bisher nicht erreichen. Wir enden in Rheinitz Nord. Danke, ich probier's gleich mal. Genau, jetzt scheint erstmal Ruhe zu sein, hoffentlich. So, dann nehmen wir den Hörer vom Zugpunkt noch einmal in die Hand. Aufgrund der massiven Verspätung wird dieser Zug heute in Rheinitz Nord enden. Auf dem Bahnsteig gegenüber können Sie Ihre Weiterreise in der wartenden Regionalbahn nach Rheinitz Hauptbahnhof über Rheinitz Dürrenhof antreten. Wir danken für Ihr Verständnis. Na gut, oder wir sprechen zuerst die Ansage durch. Geht natürlich auch. Und dann sollten wir aber den Hörer nochmal in die Hand nehmen, um eben bei der Kollegin anzurufen. Wenn ich das jetzt richtig gehört habe. So, 100. Wie gesagt, die einzige Sache, die ich jetzt hier noch so ein bisschen bemängeln würde, ist, dass die Ansagen eben etwas leise sind. Beziehungsweise, ja, vielleicht sind sie auch für mich einfach nur leise. Vielleicht liegt es an meinen Lautsprechern. Ist natürlich auch möglich. Aber ansonsten von der Ausgestaltung der Strecke echt genial gemacht. Sehr viel Abwechslung. Bewaldete Gebiete, dann landwirtschaftlich genutzte Flächen. Immer mal wieder die ein oder andere kleine Stadt, das ein oder andere kleine Dorf. Also langweilig wird's hier auf jeden Fall nicht. Mit V die Scheibenwischer wieder antippen. Hier, und da kommt nochmal ein Regenbogen. Hier kommt er zum Vorsehen. Sehr schön, sehr schön. Und wie kraftvoll die Farben jetzt auch sind. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich, echt.
sprachlos. Wirklich. Und jetzt verblasst er langsam wieder. Also auch da, man hat nicht einfach irgendwie einen 2D-Regenbogen hier eingefügt, sondern man hat auch das so ein bisschen dynamisch gestaltet, dass man eben wirklich das Gefühl hat, ja, es ist wie ein richtiger Regenbogen, den man eben aus der Realität kennt. So, da kommt ein Bahnsteig. Ah, und unsere E-Bremse. Möchte ich bitte auch haben. Dann fliegt da von KLM ein riesiger Jet vorbei. Und ich sehe gerade, wir halten hier gar nicht. Das ist gar nicht Brennnetz Nord. Komm, lösen. Füllstoß haben wir schon drin. Na gut, wir kommen trotzdem zum Stehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ausstieg befindet sich nicht in Fahrtrichtung links. Ich wiederhole, das ist kein Ausstieg. Wir fahren jetzt gleich durch. Na? Jetzt möchte er wohl nicht. Ach, die E-Bremse, die war gerade noch eingelegt. Na gut, dann brauchen wir noch etwas Geduld. Aber wir können wieder anfahren. Genau, Brennnetz Nord, das sind noch ungefähr 10 Kilometer, so Pi mal Daumen. Das ist noch ein ganzes Stückchen. So, wie schnell durften wir? 100, genau. Dann jetzt aber wirklich. Hebel nach vorne. Mal gucken, was sagt der Oberstrom. Ja, 300 Ampere. Das ist verkraftbar. So, der Leuchtmelder für die hohe Abbremsung kommt. Und zwar bei 70 km pro Stunde. Das ist auch vollkommen richtig. Und sehr cool, hier drüben Landebahn. Der Flughafen. Genau, noch eine KLM-Maschine. Groß und blau. Sehr schön. Der Vogelschreck für den Flughafen. So haben wir es mit dem Rollfeldpersonal vereinbart. Und da gibt es eine Zwangsbremsung. Wo kommt die denn her? War da ein Vorsignal? Müssen wir mal gucken. Ja, da war tatsächlich was. Das ist jetzt wirklich meine Schuld gewesen, weil ich von der Schönheit der Strecke fasziniert war. Und zwar Ankündigung für 50, alles klar. Normalerweise auch hier Anruf bei der Fahrdienstleitung. Durchsanden bis zum Stillstand. Das Ganze auch mitteilen. So, ich befreie mich jetzt hier einfach auch mal aus dem Wechselblinken. Ja, und die Bremse löst natürlich wieder etwas langsamer. Aber das gehört dazu. Strafe muss sein. Und in dem Fall wirklich. Weil das war jetzt wirklich meine Schuld. Die 50 habe ich nicht quittiert. So, und wir probieren es erneut. Zack, und Leistung zurück. An die 50 denken. Na, wir sind etwas zu schnell. Ja, aber das wird uns keinen Geschwindigkeitsprüfabschnitt an der Stelle krumm nehmen. Und die 50 gelten ja auch erst ab hier vorne. So, Weiterfahrt mit 50 und Langsamfahrt mit 60 erwarten. Ja, da frage ich mich aber auch, wieso wir hier beim KRS-Signal kein Blinken haben. Denn in Kombination mit dem ZS3V wäre das eigentlich angebracht. So, weiter mit 100.
Und jetzt können wir die gleich erstmal ausfahren. Wir gehen erstmal auf 60. Wie gesagt, das ist die Geschwindigkeit, die uns eh gleich erwartet. Viel schneller braucht man nicht werden. Also aktuell können wir hier natürlich auch die 100 fahren, weil, wie gesagt, Weichenbereich war zu Ende. Dann geht es hier weiter, 60. Hier blinkt es auch wirklich. So, wachsam haben wir gedrückt, auch wenn hier scheinbar kein 1000 Hertz Gleismagnet verlegt ist, weil es eben ein Vorsignalwiederholer ist. Und dann kommen hier wirklich die 60. Genau. Das passt so. Jetzt brauchen wir aber Zugkraft, damit wir mit dem Zug auch den Berg hinaufkommen. Und weiter geht's mit LF6-Tafeln. Genau, die sind einmal hier komplett über alle Gleise hinweg verstreut. Ankündigung für 100. Das dürfte kein Problem sein. Brennitz Nordgleis 3. Das sind noch 5,7 Kilometer. Genau, 120 dürfen wir hier aktuell fahren. Also gehen wir mal auf 100. Weil die wurden ja gerade per LF6-Tafel angekündigt. So ein Gegenzug. Sehr cool. Ja, die 111er, die ist auch mit dabei. Die gibt es auch hier beim Brennitzer Linienstern. Übrigens, die Strecke selbst soll bei Aerosoft gepublished werden und ja, dann etwas später eben auch bei Steam. Aber grundsätzlich kann ich eigentlich immer mehr die Aerosoft-Variante empfehlen. Die ist, ich sag mal, etwas einfacher zu handhaben. Bei Steam allerdings hättest du dann eben den Vorteil, dass ja, die Strecke quasi mit einem Klick vollständig installiert wird. Also musst du das quasi für dich selbst entscheiden, welche Variante du bevorzugst. Wie gesagt, ich würde zur Aerosoft-Variante raten. Im Großen und Ganzen ist es aber kein Unterschied, wenn man mit beiden Sachen umgehen kann. Und vom Streckeninhalt wird sich das auch nicht unterscheiden. Vielleicht gibt es ja noch andere Update bei Aerosoft mehr. Bei Steam muss sowas immer ja, umständlich eingereicht werden. Also da kommt man wahrscheinlich auch bei Aerosoft dann etwas eher dran. Genau. Und es steht auch noch so ein bisschen in den Sternen, wann die Strecke tatsächlich auch auf Steam erscheinen wird. Also, ja. Wenn du sie sowieso haben möchtest, dann würde ich eher zur Aerosoft raten. Genau, aber das ist jedem freigestellt. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. So, wir geben noch ein bisschen Zugkraft rein. Dann sehe ich es dort vorne schon. Langsamfahrt erwarten. VR2. Mal gucken, ob wir wenigstens eine Geschwindigkeit genannt bekommen. Naja, dann ist von 40 auszugehen. Schade. Ja, das ist zum Beispiel jetzt wieder so eine Sache. Ich habe wachsam gedrückt und genau in dem Moment kriegen wir eine Zwangsbremsung reingedrückt. Und zwar jetzt hier ungerechtfertigt. Also alles richtig gemacht, aber trotzdem Zwangsbremsung. Das ist so eine Sache, ich weiß nicht warum. Das scheint hier in der Beta irgendwie noch so ein bisschen schief zu laufen. Vielleicht hat man da versehentlich statt einem 1000 Hertz Gleismagneten einen 2000er hingelegt. Die Möglichkeit besteht ja. Ja gut, Wechselblinken kann man anlassen. Wir dürfen sowieso gleich nur noch 40 fahren. Und ja, die wenigen Meter bis nach Brennitz Nord hinein, die sollte es auch kein Problem sein. Aber dennoch, ich würde halt gerne wissen, wieso der Zug einem hier in der Zwangsbremsung reinwürfelt. Oder vielleicht liegt es ja auch im Fahrzeug, das kann ja auch sein. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass das die Strecke ist. Bei so, naja, Beta-Fahrten, da ist es eben immer mit ein bisschen Ungewissheit verbunden, was passiert oder ob es zu irgendwelchen Zwangsbremsungen und Problemen kommt.
Nächster Aber genau für sowas ist eine Beta da. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Alles klar. Weiter geht's mit Langsamfahrt und dann Halt erwarten. VR0. Na, wieso? Wir wollen nicht mehr Zugkraft aufschalten. Zack. Und wieder auslösen. So, mal gucken, ob es hier nochmal eine Zwangsbremsung jetzt gibt. Weil wir hatten auch nicht die, wieder. Keine Ahnung. Also sonst mache ich sie jetzt aus. Anscheinend ist die Fahrzeugeinrichtung gestört. Dann geht's mit VMAX 50 hier weiter. Zack. Shift 8, PZB off. So, Fahrtrichtungswende nach vorne. Also wie gesagt, das Szenario hat unglaublich viel Potenzial. Und die Zwangsbremsungen hier, ja, ich kann nur so viel sagen. Ignoriere sie erstmal. Das ist wie gesagt eine Beta. Und die ist dazu da, um Fehler und Probleme auszuloten. Ich gehe stark davon aus, dass es in der finalen Variante dann nicht zu diesen Problemen kommen wird. Aufgrund der massiven Verspätung wird dieser Zug heute in Brennitz Nord enden. Auf dem Bahnsteig gegenüber können Sie Ihre Weiterreise in der wartenden Regionalbahn nach Brennitz Hauptbahnhof über Brennitz Dürrenhof antreten. Wir danken für Ihr Verständnis. Ja, das ist für die meisten Fahrgäste dann immer noch so eine Botschaft, die, ich sag mal, das Fass auch zum Überlaufen bringen kann. Klar, aus Sicht der Bahn kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass man dann eben sagt, okay, um vielleicht auch Folgeverspätungen zu minimieren bzw. ja, zu umgehen, lässt man den Zug eher enden. Aber für die Fahrgäste ist es immer ein, ja, ich sag mal, mehr Aufwand, extra aussteigen zu müssen. Die haben ja schließlich auch dafür bezahlt, dass sie, ich sag mal, ja, bis an ihren Zielbahnhof chauffiert werden. Und da ist es eben natürlich immer gewollt, wenn man den Zug bis zum Zielbahnhof durchbringen kann. So, wir drücken trotzdem nochmal wachsam, auch wenn wir keine PZB jetzt mehr anhaben. Und stellen den Zug auch bitte so ab, und das liegt jetzt auch echt ein bisschen in meinem Interesse, dass wir eben das Hauptsignal sehen können, auch wenn wir nicht mehr weiterfahren müssen. Aber dennoch, das Hauptsignal sollte man schon sehen können. So, damit wäre es das gewesen. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich dafür, dass ich heute die Ehre hatte, den ja, Brennitzer Linienstern hier vorstellen zu dürfen. Und hoffentlich hat es dir genauso gut gefallen wie mir. Es war eine wirklich richtig schöne Fahrt mit Blitzeinschlägen, mit Zwangsbremsungen heute, mit verunglückten ja, LKWs auf Bahnübergängen, mit Bahnübergangsstörungen und. Auf jeden Fall für Abwechslung ist hier definitiv gesorgt, so viel kann man sagen. Und wenn es dir genauso gut gefallen hat wie mir, dann gerne ein Däumchen nach oben. In dem Sinne, mach's gut und allzeit störungsfreie Fahrt.